Ja, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Among Trees auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mit einer weiteren Folge hier erstmal beginnend im Haus. Und wir haben eben ein paar Pflanzen abgebaut. Wir haben aber leider hier auch Pflanzen, die jetzt nicht so super duper überlebt haben, weil wir jetzt auch, glaube ich, ein oder zwei Tage Pause hatten bei dem Spiel. Wir haben da noch Samen, die müssen wir gleich raussammeln. Wir müssen nämlich erstmal unsere Taschen entleeren. Dadurch, dass ich ja schon ein bisschen was eingesammelt habe, ist es dann halt jetzt so, dass wir wieder eine volle Tasche haben. Und ja. So, wir müssen jetzt mal gucken. Samen hatten wir da, glaube ich, dran, ne? Ja. So, das packen wir da rein. So, dann würde ich sagen, sammeln wir unten die Samen noch ein. Und dann würde ich mal gucken, dass wir schauen, wie viele Sticks wir noch haben, dass wir da noch mal ein bisschen was kochen. Wir müssen auch erstmal gleich was essen, fällt mir ein. Gießkanne brauchen wir auch. Wenn wir da nämlich schon dran sind, dann können wir die Gießkanne gleich holen. Moment, dann können wir die nämlich schon rüberholen. Dann können wir die hier reintun. Nein, das ist nicht so. Okay, dann können wir hier was zu essen mitnehmen. So, dann haben wir erstmal was gegessen. Dann legen wir die mal noch ab. Ja. Mal, wir können ja mal gucken, ob wir. Hier können wir dann mitnehmen. Das können wir auch mal mitnehmen. Und ja. So, dann gießen wir jetzt erstmal. Warum ist die Axt da weg? So. Die Axt brauchen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen die Gießkanne. So, gut. Dann haben wir das soweit erledigt. So, das beschert uns auch noch mal Gesundheit, Leben, ein bisschen durstlöschend. Ne, hungerlöschend, so. Ich würde jetzt mal sagen, wir holen mal Sticks runter. Davon haben wir nämlich auch nur noch vier. Müssten wir eigentlich noch mal rausgehen, ne? Welche sammeln. Okay, das hat gereicht.
Okay. So, dann haben wir erstmal das soweit erledigt. Pflanzen haben wir gegossen. Wir könnten ja noch welche anbauen. Machen wir das jetzt hier noch mal rein. Wir bauen jetzt noch was an und dann würde ich sagen, gehen wir einfach noch mal los, weil ich hatte ja die letzten Folgen gesagt, dass ich die Angel craften will unbedingt. Weil wir natürlich auch ein paar Sachen noch brauchen, wenn wir uns Ausrüstung erstellen wollen, wenn wir halt gewisse Sachen halt herstellen möchten und ja, dafür brauchen wir halt gewisse Sachen. Und dazu brauchen wir halt auch die Angel. Und wir wollten ja nochmal nach dem Campfire gucken. Und nach irgendwas war noch, glaube ich. Nach der Campfire, also nach Lagerfeuer, nach der Angel. Das Zelt haben wir ja schon. Nämlich erstmal wachsen und gedeihen. Und euch gieße ich auch noch mal voll. Okay. Bringen wir die Gießkanne erstmal nach oben. Brauchen wir hier unten nicht. Weil Platz haben wir dafür auch nicht. Packen wir erstmal da rein. So, und dann legen wir erstmal los, dass wir uns jetzt auf den Weg machen. Ach, die Bäume sind hier auch wieder nachgewachsen. So lol. Ja, dann lasst uns mal auf den Weg machen. Gucken mal, wo die Karte jetzt hier ist. Und ja. Okay, hier müssten wir mal hochgehen, glaube ich. Hier lag was. So, hier sind wir. Okay. Sticks brauchen wir nämlich auch fürs Essen machen. Ist ja logisch.
So, mal gucken. Jetzt sind wir hier. Wir müssen ja hier hochgehen. Also hier den Fluss entlang. So ist mein Husten mit am Start. So, mal gucken, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir hier. Also wir müssten praktisch hier einmal rumgehen. So mitnehmen. Zelt haben wir mit zur Not, falls wir unterwegs schlafen müssen. Das sollte also nicht das Problem sein. Und hier muss ja wohl irgendwo auch ein gefährliches Tier sein. Wir gucken mal ganz vorsichtig um die Ecke. Ich glaube, hier ist irgendwo ein Bär. Irgendwo hier ist ein Bär. Weiß nicht, ob wir von der anderen Seite gehen können. Aber da wird es wahrscheinlich genauso gefährlich sein. Hat er uns gesehen? Nee, ne? Warte mal, wir können ja hier unser Zelt aufbauen. Hier passiert uns ja nichts. Zumindest denke ich das mal so. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ich hoffe nicht, dass uns jetzt was passiert. Weil wenn wir Glück haben, ist der Bär ja jetzt weg. Wenn wir Glück haben. Gestärkt sind wir.
Nee, der ist noch hier. Scheiße. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Wie kriegen wir jetzt da? Warte mal. Ich muss jetzt nochmal gucken. Wie war jetzt das Dumm? Kommen wir jetzt daran, ne? Das ist jetzt die Frage. Haut er jetzt durch den Regen vielleicht ab?
Also mitgekriegt hat er uns noch nicht. Wie es scheint. Aber hinlaufen, das würde so viel Aufmerksamkeit auf mich locken. Und wenn wir ihn praktisch anlocken, also wenn wir ihn jetzt praktisch einmal zeigen, dass wir hier sind und er uns hinterherkommt, wir ihn dann jetzt von diesem Platz wegbekommen, das ist halt die Frage, ne? So.
Er hat uns gesehen. Nein! Okay. Er hat uns gesehen. Okay. So. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, ist er jetzt dadurch weggelockt? Oder nicht? Wenn ich jetzt wieder hingehe und der tatzt uns wieder. Ist halt blöd. Aber der scheint noch zu sein. Er ist noch da. Aua. Aua. Okay, wir sind tot. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Weil wie soll man an dem Bär vorbeikommen? Wir können uns halt gegenüber dem Bär nicht wehren. Und, ja. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle auch mal einen Cut machen. Und werden mal gucken, ob wir nächste Folge vielleicht Erfolg haben und das Ding bekommen. Weil da ist auf jeden Fall noch eine Blaupause. Das weiß ich halt mal recherchiert und hab's auf dem Foto gesehen. Aber ich weiß nicht, wie wir da an den Bären vorbeikommen. Sprich, das heißt, wir müssen uns erstmal informieren, wie wir an diesen Bären vorbeikommen, um da an diese Blaupause ranzukommen. Mal gucken. Also, das... werde ich auch nicht mehr diese Folge euch zeigen, sondern nächste Folge. Also, ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.